Los, Grief. Er gibt den Leuten Sachen. Er gibt den Leuten Sachen! So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir mal den MLG Arasul HD auf unserem Server. Ich weiß auch nicht, wieso man sich so nennt. Jedenfalls werden wir daraus, ich bin darauf durch den Namen gekommen, einen MLG-Grief machen. Das heißt, wir werden diesen guten Herrn Arasul gleich random zu Leuten tippen und mal sehen, wie der sich denn so im Griefen anstellt als MLG Arasul HD. Ich bin da mal sehr gespannt. Der equippt sich hier auch gerade. Guck mal, was er im Inventar hat. Okay, er hat nichts Gutes. Jetzt werde ich den Arasul HD, also den MLG Arasul HD, mal hier hin tippen. Mal gucken, was er tut. Er hat jetzt ja Game Mode. Game Mode 1 machen wir nochmal. Er kann nicht gehauen werden, okay, er hat Game Mode. Dieser. Okay, man sieht, er ist ein Profi-Griefer. Mal gucken, was er tut. Wird er den guten Griefs griefen? Okay, er fliegt hoch. Also wir wollen jetzt vom MLG Arasul HD, dass er natürlich hier grieft, weil er ist ja laut seinem Namen ein Ex-Griefer, beziehungsweise ein MLG-Griefer. Jetzt kommt der Splosh noch dazu, aber es sieht hier nicht so aus, als würde er sehr gut griefen. Du musst griefen, mein Freund. Ich schreibe meine MSG Arasul HD. Du musst griefen. Spammer. Nicht, dass er es überliest, das kann ja passieren bei manchen Leuten. Los, Grief, hallo. Bitte. Das ist ein MLG-Grief. Du musst jetzt profihaft griefen, Dude. Do it, just do it. Das ist der AFK. 20 Minuten später. Oh, er hat ein Schwert genommen. Eine Ewigkeit später. Aber es sieht so aus, als hätte er gerade nicht so Lust. Hallo? Griefst du, bitte? So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Hallo, ja? Bitte? Oh, er macht was, er macht was. Jetzt komm, grief. Just do it. Er geht hoch, okay. Er sieht sich erstmal um. Ja, das würde ich natürlich als Griefer auch so machen. Erstmal umsehen, nicht stumpf was zerstören. Und er geht in eine Mine. Was macht er jetzt? Ja, hier ist kein Haus mehr. Er ist weg. So machen das Profis? Die griefen so? Ich guck mal, wo der Gute hin ist. Er ist wieder am Spawn. Okay. Er ist wieder am Spawn. Ja gut, dann... Ich glaube, vielleicht hat ihm das Haus nicht gefallen. Wir gehen mal zum nächsten. Vielleicht macht er ja dann MLG-Grief. Mal sehen, ob es abgeht. Beim Iron Otto. Und dann holen wir uns den her. Zum Iron Otto. Dude, das ist die falsche Richtung. Hier, den musst du griefen. Hallo? Da, bitte den. Den, nein, nicht. Nicht, hier, den könntest du jetzt verarschen. Nicht. Er baut Holz ab. Nee, das muss... Hier, den musst du griefen, genau. Und los. Just do it. Was machst du? Er rennt weg, okay. Er ist anscheinend gerade nicht so im Grief-Modus. Vielleicht versucht er noch... Vielleicht hat er irgendeine Strategie, die wir noch nicht sehen. Als MLG-Griefer ist das immer so eine Sache. Er ist natürlich hier auch Profi. Du musst den da vorne griefen, mein Freund. Den da. Und er steht wieder rum. Ich denke mal, jetzt wird er irgendwas vorbereiten. Vielleicht einen coolen Command entgeben, dass gleich die Welt kaputt ist. Ja, er ist... wo ist er hin? Er ist am Spawn. Hier könnte er gut griefen. Wir DP'n ihn jetzt einfach hier in das Erdloch. Da kann er dann sehr schön von hinten kommen und die Leute kaputt machen. So, los, MLG. Sie sehen ihn? Du schaffst es! Los, do it! Just do it! Ah, knapp. So, jetzt hat er Game Mode. Mal gucken, ob er es jetzt schafft. Oh, er tut's. Er greift an. Er greift wieder an. Just do it. Komm, Dude. Du schaffst es. Grief sie. Nicht. Bitte. So, jetzt geben die ihm Sachen. Ich glaube, er ist einfach nicht der geborene Griefer. Beziehungsweise, obwohl er jetzt MLG heißt, scheint er es mit dem Griefen nicht so drauf zu haben. Grief wenigstens den Stein weg. Das würde mich freuen. Das würde reichen für die Folge. Grief den Stein. Oh! Er scheint relativ AF... Er ist weg. Er ist wieder zum verdammten Spawn gegangen. Okay, Leute, ich habe nochmal eine super Base gefunden. Ihr seht, hier oben ist der Cutie Cookie. Hier unten sind noch ein paar
Oh, der Oscar von der letzten Folge, die beiden. Er kriegt jetzt die letzte Chance, wirklich noch zu griefen. Ich hoffe, er schafft's. Da könntest du griefen, er geht nach da. Was hat er wohl vor? Was geht in seinem Kopf jetzt vor? Okay, er holt Diamantensachen, das ist klug. Natürlich erstmal, bevor man grieft, auch wenn man Game Mode ist, holt man sich Diamantensachen, weil man könnte ja geschlagen werden im Game Mode. Er holt sich Sachen, ja. Oh, Goldäpfel, sehr klug. Ja, das macht sie ja erstmal equipen mit Goldäpfeln, ja. Das ist, so machen das Profis. So, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und er kommt ran. Er schleicht sich rein. Er schreibt nochmal die MSG nicht, dass es vergisst. Griefe sie. Und er geht von oben ran. Unten sind drei Leute, die er jetzt verarschen könnte. Was wird er tun? Er steht oben. Macht er irgendwas? Er greift an! Nee, er greift nicht an. Was machst du denn da? Er gibt den Leuten Sachen! Leute, bei diesem Griefer ist Hopfen und Malz verloren. Es gibt jetzt nur noch eine Möglichkeit. Wir werden ihn jetzt kontrollieren. Das heißt, ich werde jetzt seinen Charakter spielen. Und es geht jetzt nicht anders. Ich muss jetzt einfach... So, wir müssen den Job einfach erfüllen vom MLG Arasulade. Es geht nicht anders. Wir müssen seinen Charakter... Und was ist das hier denn? Leute, bei diesem Griefer ist Hopfen und Malz verloren. Er bekommt von mir Game und ich sage ihm, er soll griefen. Und er verteilt einfach die Sachen an andere Leute. Was ist das? Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr getan hättet, wenn ihr jetzt im Game Mode gewesen wärt. Ich würde sagen, das war eine krasse MLG-Folge. Bis dann. Ich bin fertig mit der Welt. What the fuck, Mann?